Also ich habe als Jugendlicher, man war ja, da ich katholisch bin, nicht nur die Katholiken, die Evangelischen genauso, haben wir als Jugendliche hier im Lager viel ausgeholfen. Der Caritas, Innere Mission, da wurde nicht gefragt, katholisch, evangelisch, das war also wirklich, war nur ums Helfen ging es nicht. Ehrenamtlich. Ehrenamtlich, absolut, hat uns dann Spaß gemacht, haben ab und zu mal was abbekommen oder so. Dann haben wir Koffer geschleppt vom Bahnhof, wenn Heimkehrer kamen und so weiter. Da kamen die Heimkehrer ja noch über Besenhausen zu Fuß. Zu Fuß. Und die Engländer, ich war ja Dreiländereck, also Engländer, Amerikaner und die Russen sozusagen. Ne? Und dann haben wir halt ausgeholfen, karitative Sachen gemacht, was wir konnten, durften, etc. pp. Und viele Leute waren, war interessant, waren nie langweilig. Und das war dann als Jugendlicher in der kirchlichen Organisation. Und dann, also, wie schon gesagt, Koffer getragen, das geholfen, das geholfen. Aber auch viel Schlimmes erlebt, wenn man hier ins Lager runtergeht zum Bahnhof. Da war eine Toilettenbaracke sozusagen. Und dann kann ich mich erinnern, wir gehen morgens vorbei und da hingen zwei Männer da drin aufgehängt. Nicht? Die hatten sich selber aufgehängt. Denn die Frauen, die kamen als Kriegsgefangene und glaubten jetzt, die Frauen holen sie ab. Und sie stellten fest, die Frauen holten sie nicht ab. Die Masse, der da kam, hat man nicht gemerkt, wie es denen ging. Nicht? Ja. Jeder Einzelne, das war eine Masse. Muss ich vorstellen, jeden Tag 5000 Leute oder was weiß ich. Und dann haben die, das habe ich so erlebt. Und das war für mich schlimm. Und ich fuhr jetzt mit dem Zug nach Göttingen zur Arbeit. Und der Chef fragt mich jetzt, ich habe Tischler gelernt da, warum bist du so traurig? Dann habe ich ihm das erzählt. Ne? Und hat mich dermaßen beschäftigt. Ne? Ich musste erstmal das verarbeiten und fertig werden als 14-, 15-Jähriger. Ne? Das war schlimm.